Thomas. Olli. Marcel. Stefan. Christian. Reno. Einzigartig, dynamisch, paralympisch, das ist die deutsche Goalball-Nationalmannschaft. Noch nie was von Goalball gehört? Kein Problem. Goalball ist die weltweit am weitesten verbreitete Ballsportart für Menschen mit Sehbehinderung und bereits seit 1976 paralympisch. Was man braucht, ist ein 9x18 Meter großes Spielfeld, zwei 9 Meter breite Tore, einen 1,25 Kilogramm schweren Ball, ausgestattet mit zwei Klingeln, Dunkelbrillen sowie drei Spieler auf jeder Seite, die den Ball versuchen, ins gegnerische Tor zu werfen. Also wir tragen eine lichtundurchsichtige Brille, damit das Spiel auf einer gleichen Basis rein auf Akustik und Tasten beruhen kann, also komplett ohne den Sehsinn. Als nächstes habe ich die Arme geschonert, dass wenn ich auf den Boden falle bei einer Defense, dass ich da die Extremitäten, Ellenbogen und auch beim Ballaufkommen hier den Armbereich geschonert habe. Ebenso wie an der Seite hier wir Polsterhosen drunter haben, damit wir auf der Hüfte gepolstert sind. Und auch das gleiche wie der Extremitäten an den Beinen, um da auch geschonert zu sein, wenn wir auf dem Boden knien oder beziehungsweise auch da auf den Boden seitlich fallen. Ich glaube, für den Zuschauer ist es deshalb sehr interessant, weil es ja wie beim Handball auch ständig hin und her geht. Kein Mittelfeldgeplänkel gibt, sondern innerhalb von 10 Sekunden ständig wieder der Gegenangriff kommt und dadurch keine wirklich große Langeweile aufkommt. Also ist schon ein sehr schnelles Spiel. Erstmals seit 2004 hat sich das Team Goalball Germany wieder für die Paralympics qualifiziert. Langeweile kam bei der Vorbereitung auf Rio im Trainerstab nicht auf. Akribisch bereitete sich das Team von Johannes Günther und Stefan Weil auf die Spiele in Brasilien vor. Die Vorfreude war groß, auch weil die Gruppenauslosung für das deutsche Team mehr als gut verlaufen ist. Bei der Auslosung, jeder wusste, in Brasilien wird gerade ausgelost. Wir haben ständig auf die Uhr geguckt, haben aufs Handy geguckt, wann die ersten Infos kommen. Und als feststand, dass wir auf Brasilien auf den Gastgeber treffen, war die Vorfreude groß. Und als dann feststand, dass wir so unsere Wunschgegner haben, war da auch nochmal eine richtige Begeisterung in der Mannschaft zu erkennen. Deutsche Losglück haben wir da gehabt, ja, ganz genau. Also es sind im Grunde in einer Gruppe gelandet, in der ein großer Favorit mit Brasilien als Weltmeister spielt und in der anderen Gruppe sind 5 Medaillenkandidaten gelandet, so dass man zwar auf der einen Seite weiß, man hat gute Chancen ins Viertelfinale zu kommen, auf der anderen Seite weiß man auch, dass im Viertelfinale definitiv ein ganz großer, dicker Fisch landen wird, gegen den man spielen muss. Aber klar, die Gruppenauslosung an sich ist natürlich sehr positiv verlaufen für uns. Ja. Mit der wohl jüngsten Mannschaft des Turniers möchten die Goalballer in Rio für Furore sorgen. Das ausgerufene Ziel ist das Viertelfinale. Dafür trainierte das Goalball-Team hart und viel. Trainingslager in Nürnberg, Vorbereitungsturniere in Schweden und Litauen. Am Donnerstag steigen die Goalballer ins paralympische Turnier ein, mit dem ersten Gruppenspiel gegen Algerien. Die Qualifikation für Rio ist bereits jetzt ein Riesenerfolg für die Mannschaft. Jetzt heißt es Konzentration auf die Gruppenphase und auf ein mögliches Viertelfinale gegen einen Hochkaräter.